Grüezi, freut mich, dich kennenzulernen. Okay. Willkommen in der Welt der Pokémon. Es ist übrigens super, super still gerade. Hat sich erledigt. Ich bin Professor Albe. Doch die meisten nennen mich einfach nur den Pokémon-Professor. Jeder Winkel dieser Welt wird von wundersamen Lebewesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Wir Menschen leben im Einklang mit den Pokémon. An manchen Tagen spielen wir ausgelassen miteinander, an anderen verrichten wir mit vereinten Kräften unsere Arbeit. Manche Leute setzen Pokémon auch im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was meine Berufung ist, fragst du? Nun, ich widme mich der Forschung, damit wir unser Wissen über Pokémon vertiefen können. Aber dann erzähl mir doch mal ein bisschen über dich. Bitte wähle dein Foto aus. Ja, wir nehmen gleich den Standard-Dulli da oben. Wie heißt du? Ich bin Don Danse, ohne das Don. Dein Name la lautet also Danse, richtig? Ja. Verstehe. Danse heißt du also. Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier ist ein Freund von dir, nicht wahr? Ich hab den mein Leben noch nicht einmal gesehen. Verrätst du mir auch seinen Namen? Wie wär's mit Jochen? Jochen Schweizer. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder Marco? Oder Barry? Barry Kripke? Lutz? Oder ein ganz neuer Name? Und schon habe ich wieder kreative Eingebungen. Mir fällt nichts ein. Mir fällt gar nichts ein. Ja. Wir nennen ihn Barry. Ja. Danse, es ist soweit. Dein ganz persönliches Abenteuer kann beginnen. Auf deiner Reise wirst du unzähligen Menschen und Pokémon begegnen. Du wirst gewiss viele interessante Dinge erleben und vielleicht auch mehr über dich selbst lernen. So, genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet auf dich. Trotz aller Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, schillernde Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados scheint sich dem entmutigten Team partout nicht zeigen zu wollen. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer Berichterstattung angekommen. Die Sondersendung Suche nach dem roten Gyarados wurde Ihnen präsentiert von Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Oh, guck mal, hier steht eine Switch. Da steht die neueste Videospielkonsole. Eine Nintendo Switch. Und ich möchte direkt erstmal in die Einstellungen. Texttempo auf 3. Motiv. Das mag ich ganz gerne. Kampfstil nicht wechseln. Animation können wir anlassen. Team Boxing. Ja, ist okay. Spitznamen wollen wir haben. Wähle, ob du an bestimmten Orten durch das Neigen der Joy-Con-Controller steuern möchtest. Nein. Autosave. Nein. Spitznamenanzeige. Ja. Musik ist okay. Soundeffekte sind okay. Pokémon-Rufe sind okay. Sollen die Änderungen vorgenommen werden? Ja. Spannend finde ich, dass mir hier direkt schon angezeigt wird, was ich machen muss. Geh ins Erdgeschoss.
mag im späteren Verlauf des Spiels für mich gar nicht so blöd zu sein. Ich sag's nur. Der Fernseher ist ausgeschaltet. Okay. Du wirfst einen Blick auf den PC. Grundwissen über Pokémon. In dieser Welt leben Menschen und Pokémon Seite an Seite. Personen, die mit Pokémon an Kämpfen teilnehmen, nennt man Pokémon-Trainer. Wie? Kann nicht kein Item haben? Und ich muss ja sagen, ne? Viele Leute haben diese Chibi-Optik so gehatet von Anfang an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es das erste Mal gesehen und ich war direkt verliebt. Ich liebe diese Optik einfach. So, wir gehen schlafen. Gute Nacht. Ich finde ja cool, dass das funktioniert. Der X-Top öfters, ja, ist okay. Wir gehen hinunter. Danse, Harry war eben kurz hier und hat nach dir gesucht. Weiß zwar nicht, was er genau wollte, aber er meinte, es sei dringend. Dazu sei gesagt an dieser Stelle, ich habe tatsächlich Diamant und Perl als, glaube ich, einzige Edition neben Schwarz-Weiß 1 nicht wirklich gespielt. Was für mich heißt, das Ganze hier wird relativ blind sein. Noch etwas, Danse. Halt dich von hohem Gras fern. Du könntest dort sonst von wilden Pokémon angegriffen werden. Hättest du ein eigenes Pokémon dabei, wäre das was anderes, aber so? Ja, Mama. Zweiblattdorf. Wir haben noch keine Turbotreter. Beutel ist leer. War schon Geld? 8000 Poké-Dollar, ja, immerhin. Hallo. Stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen. Doch letztlich zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich gerne mit uns anfreunden. Hast du mich gerade aus dem Weg geschubst? Komm, lauf nochmal in die andere Richtung. Komm, versuch's nochmal. Komm. Jetzt traust du dich nicht mehr, wa? Ah, hallo Danse. Hör mal, Barry hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum schaust du nicht mehr bei ihm vorbei? Ja, sofort. Haben wir es eilig oder was? Weiß ja nicht mal, wo er wohnt. Zweiblattdorf, wo die jungen Triebe sprießen. Voll sprießig. Oh, was läuft denn hier in der Glotze? Willkommen bei der Pokémon-Forschungsecke. Heute wollen wir ein wildes Pokémon genauer unter die Lupe nehmen. Ah, da hätten wir auch schon ein Exemplar. Ein wildes Papinella. Trägt es da etwas bei sich? Was mag das sein? Sehen wir uns das einmal näher an. Schade, dass sich das Fernsehbild dazu nicht passend ändert. Na, zeig doch mal her. Aua, mein Finger. Musst mich doch nicht gleich kratzen. Menno. Aber gut, wilde Papinella können also eine Wechselhülle tragen. Vielen Dank, Papinella. Hier hast du die Wechselhülle zurück. Aua, jetzt hat es mich schon wieder gekratzt. Üblich habe ich es geschafft, ein Pokémon in Rage zu versetzen. Zeit zu gehen. Bis bald. Gehst du dich wieder mit Barry treffen, ja? Ihr zwei seid echt dicke Freunde. Hast du mich fett genannt, Alter? Small oder? Okay. Ums. Was? Wie? Oh, hey, Danse. Hör mal, ich geh zum See und du auch. Warum wartest du noch bei dich? Zack, zack. Stell dir eine Million Poké-Dollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ich hab dich gewarnt. Ah, ich hab was vergessen. Zugegeben, scheint den Anfang auf jeden Fall schon mal gespielt zu haben. Ich weiß aber nicht, ob ich es durchgespielt habe. Ich glaube nicht. Nicht mal als Randomizer oder so. Oder zumindest mal angezockt. Was läuft hier in der Glotze? Hier ist wieder eure Helena mit dem Wetter. Ein schwerer Schneesturm wütet auf Route 216. Und all jene, die dem Wetter trotzen wollen, um Pokémon zu finden, schlaft auf keinen Fall in diesem Schneesturm ein. Das war's auch schon wieder vom Wetter von mir und bis zum nächsten Mal. Hey, hey, Danse! Ich will ein niedliches Pokémon haben. Hast du schon das Neueste gehört?
Der Pokémon-Professor soll in den Nachbarort zurückgekehrt sein. Zuvor war er lange Jahre nicht mehr in der Heimat. Ob er in all der Zeit wohl das eine oder andere faszinierende Pokémon entdeckt hat? Ich merke schon, sprechen fällt mir heute super schwer. Wenn ich also später einen Knoten in der Zunge habe, verzeiht mir. Besuchen auch Sie die Trainerschule für einen harmonischeren Umgang mit Pokémon. Oh, schön dich zu sehen, Danse. Du suchst bestimmt Barry, oder? Er ist eben rasch zur Tür raus, doch kurz darauf kam er auch schon wieder zurück. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Komm, wie man das bloß hat. Ich nehme besser auch meinen Beutel mit und meine Abenteuernotizen mit. Oh, hey Danse! Los, nicht mehr auf zum See! Geh schon mal vor, wir treffen uns dann unterwegs. Und trödel ja nicht rum und werden 10 Millionen Pokédollar Strafe fällig. Oh, ich leg mich erstmal in dein Bett. Oh, das geht wieder nicht. Ein Fernseher? Na, dieselbe Werbung wie unten. Computer? Abenteuerregel Nummer 1 und 2 und ja, kennen wir alles schon. Mit X öffnen wir das Menü und so. Oh, dieser Wirbelwind von einem Kind ist mal wieder eilig aus dem Haus gerannt. Ich schätze, du müsstest ihn ja sofort 201 antreffen können. Dieser Junge kann einfach nicht still sitzen, von wem er das bloß hat. Ja, das hast du eben schon mal gebracht. Das heißt, er möchte jetzt, dass ich ohne Pokémon da oben durchs hohe Gras renne, oder was? Oder ist hier kein hohes Gras? Sag mal, du hast ja auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Weißt schon, die Suche nach dem roten Garados, die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Wette mit, die bei uns im See lebt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen es. Digga, pass mal auf, ey. Das hohes Gras, wir haben keine Pokémon. Vielleicht ist hier doch kein hohes Gras. Wahrheitsufer. Alles klar, auf zum See. Wir werden das rote Garados finden. Nanu. Professor, am anderen Ufer konnte ich auch nichts Ungewöhnliches entdecken. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als früher, aber egal. Immerhin haben wir den See gesehen. Wir lassen das fürs Erste dabei. Bis hier, wir gehen. Professor, wie gefällt es Ihnen eigentlich, wieder hier in der Sinnoh-Region zu sein? Nach 4 Jahren muss es sicher sehr aufregend für Sie sein, nicht wahr? Nun ja. Eins kann ich Sie mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Diese Region ist wie geschaffen für unsere Studien. Entschuldigung, dürften wir bitte einmal durch? Verzeihung, wir haben es eilig. Bye. Was sollte das denn? Diese zwei... Hä? Danse, los, sehen wir uns das mal an. Was sagst du da? Bloß nicht ins hohe Gras? Ach was, kein Problem. Wir werden uns nicht lang genug im hohen Gras aufhalten, um wilde Pokémon anzulocken. Ein Koffer. Diese Leute von eben müssen ihn hier vergessen haben. Was machen wir jetzt damit? Können die das Ding jetzt zurückbringen? Aber wer waren die überhaupt? Ich habe gehört, wie einer mit Professor angeredet wurde. Ja, toll. Danke, Barry. Ah, Pokémon? Was jetzt? Warte, ein Zufall, der Koffer geht einfach auf. Sieh mal, da liegen Pokébälle. Los, schnappen wir uns jeder ein Pokémon, dann wird gekämpft. Welches soll es denn nun werden? Ich wähle dich, Panflam. Na, Chillast. Dann wähle ich dich, Panflam. Ja, nein. Oder dich, Panflam. Oh, Plinfer ist schon, ne? Aber, ey, geht nicht anders.
immer Fan von Feuer-Pokémon. Ich habe immer den Feuerstarter. Ein starrer Lilly erscheint. Anfian! So, und damit haben wir unseren ersten Kampf mit unserem kleinen Affen gegen das Vögelchen. Und ich sag's, wie es ist, und ist aus meiner Perspektive. Und das wird wahrscheinlich vielen da draußen nicht so gefallen. Aber ich finde dieses Spiel unglaublich hübsch bis hierhin. Mag daran liegen, dass ich ein großer Fan von Chibi-Optik bin. Und wie gesagt, viele hätten sich da wahrscheinlich was Erwachseneres gewünscht. Was grafisch Aufwendigeres. Aber ganz ehrlich, ich find das, was ich hier auch im Kampf sehe, ist tatsächlich ansprechend. Mir gefällt's. Oh, dein Panther war einfach spitze. Aber mein Plinfer war natürlich um Längen besser als dein Pokémon. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal uns. Und wir hatten ja keine Wahl, wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen, oder? Jetzt gibt's Anschiss. Oh, da ist der Koffer ja. Der Professor wäre sicher im Dreieck gesprungen, wenn ich ihn verloren hätte. Nanu? Oh nein! Habt ihr zwei etwa die Pokémon hier herausgenommen? Echt jetzt? Ach du meine Güte. Was wird der Professor nur dazu sagen? Das ist gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich nehme den Koffer jetzt lieber erstmal mit. Und die Pokémon dürfen wir jetzt behalten? Was sollte das denn jetzt? Ganze, lass uns erstmal von hier verschwinden. Mein Pokémon wurde außerdem bei dem Kampf verletzt. Ja, meins nicht. Sollten wir nochmal angegriffen werden, könnte es hier brenzlig werden. Zwing mich halt mit dir zu gehen. Geh ruhig vor, ich folge dir. Ich weiß zwar, dass wir die Pokémon nicht behalten können, aber ich hätte trotzdem gerne noch etwas mehr Zeit mit meinem verbracht. Oh, das ist doch der Typ von vorhin. Warum starrt er uns so eindringlich an? Lucia hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Stimmt das? Zeigt sie mir bitte mal. Panflam und Plinfer. So ist das also. Lucia, ich gehe zurück ins Labor. Jawohl. Professor, warten Sie auf mich. Schaut am besten später mal bei uns im Labor vorbei. Bis dann. Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, hätte er uns auch einfach anschreien können. Und wieso wollte er noch nicht mal seine Pokémon zurückhaben? Was soll's? Komm dann, lass uns nach Hause gehen. Was gibt's, mein Schatz? Mensch, ist ja kaum zu glauben, was euch da passiert ist. Aber Hauptsache, du und Barry seid wohl auf. Bei dem Professor, den du gerade erwähnt hast, handelt es sich doch bestimmt um Professor Alba aus St. Gimmel, nicht wahr? Ich hab ja gehört, er sei berühmt für seine bahnbrechenden Studien zu den Pokémon. Andererseits gibt es auch Gerüchte, wonach er ziemlich einschüchtern sein soll. Ich finde, du solltest ihm in St. Gimmel einen Besuch abstatten. Dann kannst du ihm erklären, warum dir nichts anderes übrig blieb, als sein Pokémon zu borgen. Mach dir keine Sorgen, er wird sicher Verständnis für dich haben. Übrigens, ich hab noch etwas für dich. Hier, Danse, zieh die mal an. Turbo-Treter! Der Weg nach St. Gemmel ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Doch mit diesen Turbo-Tretern bringst du auch weite Strecken in Windeseile hinter dich. Ich lese dir dann mal die Gebrauchsanleitung vor, also spitz schön die Ohren. Neige den L-Stick besonders stark, um schneller zu rennen als je zuvor. Zieh deine Turbo-Treter an und mach dich auf den Weg zu neuen Abenteuern. So, das wäre alles. Ziemlich cool, nicht wahr? Ja, Sprintboost. Hui. Lass mich raten. Barry ist schon längst wieder unterwegs. Meine Mutter hat bestimmt dasselbe gesagt.
War klar. Gucken wir, ob wir den einholen. Hui. Im hohen Gras lauern wilde Pokémon, die jederzeit hervorspringen können. Wenn also gegen wilde Pokémon antreten wird, dann nichts wie ab ins hohe Gras. Möchtest du ihn aber aus dem Weg gehen, dann mach lieber einen Bogen drum. So. Ihr habt die Alerts übrigens abgeschaltet. Nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken. Bürosocke, vielen Dank für deinen 28. Resub. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich renne derweil gegen Bäume. Das kann ich besonders gut. Tipps für Trainer. Nur keine Schüchternheit. Sprich alle Leute an, die du siehst. Dadurch erhältst du viele wichtige Informationen und Ratschläge. Wenn sich die Gesundheit deines Pokémons verschlechtert und seine KP sinken, solltest du nach Hause gehen und dich ausruhen. Hallo, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass die Gesundheit von Pokémon in Kraftpunkten, kurz gesagt KP, gemessen wird? Bei einem KP eines Pokémon auf 0 wird es kampfunfähig. Sinken die KP eines Pokémon, solltest du es daher mit einem Trank heilen. Hier, diese Tränke schenke ich dir. Eine Gratisprobe sozusagen. Sie gelangen automatisch in die Medizintasche deines Beutels. Praktisch, oder? Du erhältst Tränke. Bin ich erstmal gespannt, wie viele Tränke. 10 Stück läuft. Und wir gucken uns Panflam schon mal an. Mag bitteres Essen. Plus Spezialverteidigung, minus Angriff. Dabei ist Panflam, glaube ich. Da habe ich mir die Werte eher speziell als physisch. Dann ist es okay. Aber. Meine Panferno war eigentlich eher ein physisches Pokémon. Aber gut. Nichtsdestotrotz, wir gehen weiter. Diese Stufe hier dient als Abkürzung nach Zweiblattdorf. So einmal unten kannst du allerdings nicht wieder hochspringen. Okay. Oh, und schon sind wir in St. Gemme. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte mit, der Professor wartet bereits. Immer diese Geiselnamen. Da kennen wir auch schon. Das ist unser Pokémon-Labor. Wow. Ey, ich bin beeindruckt. Wir sind 3 Meter gelaufen, höchstens. Dann wollen wir mal reingehen. Digga, hör auf, mich andauernd anzurempeln. Was zum... Oh, du bist es, Danse. Hör mal, dieser alte Typ. Angst macht er mir keine, aber er steht echt voll neben sich. Aber was soll's, ich mach mich vom Acker. Bis bald. Wow, was war das denn? Dein Freund scheint sehr mächtig eilig zu haben. Na, wie dem auch sei, gehen wir rein. Da bist du ja endlich. Danse war dein Name, nicht wahr? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du an dich genommen hast. Verstehe. Ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Panflam einfach. Da es nun dir gehört, kannst du ihm auch einen Spitznamen geben. Möchtest du das tun? Ja. Ganz ehrlich, es ist ein männliches Feuer-Pokémon. Und ich habe gerade einen netten Zap bekommen. Daher machen wir... Machen wir in Anlehnung an Pyrosocke einfach eine Pyro-Faust aus Panflam. Was ja auch zu Panferno ein bisschen passt und Panflam an sich. Und er ist ja so ein Feuerboxer. Ich finde das schön. Machen wir Pyro-Faust draus. Verstehe. Bist du mit diesem Spitznamen zufrieden? Ja. Dein Freund Barry hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, sollst du dich sehr gut geschlagen haben.
Zudem spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesem Pokémon besteht, auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Deshalb möchte ich dir das Panflam anvertrauen. Ich weiß gar nicht, wie froh ich bin, dass du so nett zu Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, ich will gar nicht darüber nachdenken. Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Albe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Alter, du bist Professor hier in der Gegend, das müsstest du doch wissen, oder nicht? Zu diesem Zweck müssen mithilfe des Pokédex Daten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für mich die Daten sämtlicher Pokémon in Sinnoh aufzeichnen kannst. Bist du damit einverstanden? Ja, her damit! Die Antwort gefällt mir. Du erhältst den Pokédex! Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon-Arten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. Ich habe auch so einen Pokédex wie du. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Wette, die kann man doch zählen. Das bedeutet auch, dass unzählige, aufregende Momente auf dich warten. Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, Danse! Dies ist der Beginn deines großen Abenteuers. Mein erstes Pokémon war Chillast. Wäre am See deine Wahl auf Chillast gefallen, hätten wir nun beide das gleiche Pokémon. Das ist eine Lüge. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Mein Name ist übrigens Lucia. Helfe dem Professor ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Wie du siehst, sind wir zwei uns auf gewisse Weise schon recht ähnlich. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich dir ein paar Schritte voraus bin, das ist alles. Ich freue mich schon darauf, dir das ein oder andere erklären zu können. Nein, bitte nicht. Ich weiß wahrscheinlich besser Bescheid als ihr alle zusammen hier. Wirklich schön, dich kennenzulernen, Danse. Bye. Jo, Prof, krieg ich noch Pokebälle? Auf geht's, Danse. Stürz dich ins Abenteuer. Ey, Prof. Ey, du. Was? Ich bin der Vater von Lucia. Und ich unterstütze euch gerne bei der Aufgabe, die ihr von Professor Alba erhalten habt. Bin mir sicher, wir können uns euch verlassen. Professor Alba hat zusammen mit einem Professor aus Kanto einen neuen Pokédex entwickelt. Aber das war keine Anspielung auf Eich war. Gut, Danse. Da ich ja quasi deine Mentorin bin, erkläre ich dir nun ein paar Dinge. Als deutlich erfahrenerer Pokémon-Trainer und Assistentin des Professors ist das geradezu meine Pflicht. Dann komm mal mit. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du Pokémon heilen lassen, die im Kampf verletzt wurden. Die meisten Ortschaften verfügen über so ein Pokémon-Center. Das ist der Supermarkt. Dort kannst du allerlei Items kaufen und verkaufen. Als frisch gebackener Trainer wirst du hier noch nicht allzu viel kaufen können, aber lass dich davon nicht entmutigen. Ach, da fällt mir ein, vergiss nicht zu Hause Bescheid zu geben, dass du Professor Albe bei der Erstellung des Pokédex helfen wirst. Du wirst immerhin ziemlich weit reisen, da solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Aber lass aber vorher noch dein Pokémon im Pokémon-Center heilen. So reist es sich nämlich um einiges sicherer. Aber jetzt muss ich los, mach's gut! Krieg ich keine Bälle von dir. Also schon ein bisschen belastend. Geh ich einkaufen. Läuft dir ein Pokémon über den Weg, das du unbedingt haben willst, dann wirf einen Pokéball. Du solltest immer mindestens einen dabei haben. Verliert dein Pokémon all seine KP, kann es nicht mehr weiterkämpfen. Um das zu verhindern, decke ich mich hier mit jeder Menge Tränke ein. Willkommen. Dann wie kann ich dir helfen? Kaufen. 20 Bälle hätten wir gerne von Anfang. Yes. Und dann hätte ich gerne noch 5 Tränke. Und 5 Gegengifte. Ah,
Das reicht mir erstmal. Vielen Dank, auf Wiedersehen. So. Und damit beginnt an dieser Stelle auch die Challenge. Wir haben Pokebälle. Erstes Pokémon pro Route wird gefangen. Ich mache mir gerade mal ganz schnell nebenbei ein Textdokument auf. Dass ich mir die Routen notieren kann. Das ist jetzt belastend. Gar nicht. Tastenkombination, Fenster, Bildschirm, Wechsel. Ich hab mein Hauptbildschirm, da läuft gerade meine Switch drauf, deswegen sehe ich das gerade nicht. Windows-Pfeiltasten, was? Perfekt, dankeschön. Google. Das Ding, was du da hast, ist doch ein Pokédex, stimmt's? Dann wirst du dich wohl bald auf die Suche nach den unterschiedlichsten Pokémon begeben. Du bist wirklich ein Glückspilz. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Vergiss aber gerade zu Beginn deines Abenteuers nicht, sie regelmäßig im Pokémon-Center heilen zu lassen, während du sie trainierst. Ein guter Trainer achtet stets darauf, dass seine Pokémon nicht zu viele KP verlieren und bewahrt sie somit davor, kampfunfähig zu werden. Pokémon Supermärkte. Hier wird man stets mit einem Lächeln begrüßt. Ah, hier wohnt Lucia. Okay. Läuft hier in der Glotze? Das vorangegangene Programm wurde ihm präsentiert von Jubelstadt TV. Wow. Wer bist du denn? Oh, du bist Danse? Dann hilfst du doch bestimmt dem Professor mit seinem Pokédex, oder? Wow, meine große Schwester macht das auch. Dann viel Erfolg. Ah, Professor Albus, also zurück. Er ist ein bemerkenswerter Mann, der schon seit vielen, vielen Jahren Pokémon erforscht. Mein Sohn und sein Enkelkind gehen ihm aktuell bei seinen Forschungen zur Hand. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich jetzt besser mal. So, nun kann ich ein Päuschen einlegen. Nein, will ich ja gar nicht. Wow! Pokémon sind so cool. Man kann sie in Kämpfen einsetzen und dadurch stärker machen. Ich hätte auch gern welche. Das wäre so cool. Ja, Route 219 gucken wir uns später an. Wir gehen erstmal nach Hause, Mutti Bescheid sagen. Nicht, dass sie sich Sorgen macht. Hallo, Mutti. Willkommen zurück, Danse. Geht es dir und deinem Pokémon gut? Ruh dich doch etwas aus. Das Essen ist auch fertig. Was gibt es, Danse? Donnerwetter! Professor Albe hat ja so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Dann mal viel Erfolg, mein Schatz. Ich unterstütze dich natürlich, wo ich kann. Oh, richtig. Ich hab da etwas für dich, was du sicher gut gebrauchen kannst, Danse. Die Abenteuernotizen. Du verstaust die Abenteuernotizen in der Basis-Item-Tasche. Wenn dich auf deinem Abenteuer etwas stutzig macht oder dir unverständlich erscheint, dann sieh in deinen Abenteuernotizen nach. Dort solltest du fündig werden. Ah, wie ich dich um deine Abenteuerreise beneide. Zudem hast du immer dein Pokémon zur Seite und musst dich nie einsam fühlen. Ach, wie gern würde ich mit dir tauschen. Kann ich nicht einfach mitkommen? Ah, keine Sorge, ich mache nur Spaß, Danse. Wirklich. Sieh du ruhig los und genieß dein Abenteuer. Ich halte hier so lange die Stellung. Denn wenn du neue Dinge lernst und aufregende Erfahrungen machst, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Doch schau ab und zu mal zu Hause so vorbei. Schließlich möchte ich ja auch all deine neuen Pokémon-Freunde kennenlernen.
Entschuldigung, die Störung. Entschuldigt die Störung, aber steckt mein kleiner Barry zufällig hier? Oh nein, tut mir leid. Oh, verstehe. Dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Er rief nur, dass er auf ein Abenteuer gehen würde und weg war. Dieser Junge ist so stur und waghalsig. Ich wollte ihm zumindest das hier mit auf den Weg geben. Kein Grund zur Sorge. Nanse bringt ihm das sicher gerne. Das machst du noch nicht, wahr, Nanse? Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Vielen Dank, dann gib Barry bitte das hier von mir. Du erhältst das Paket. Du verstaust das Paket in der Basis-Item-Tasche. Mach's gut und viel Spaß auf deinem Abenteuer, Nanse. Lass mich rasch überlegen, wo er sein könnte. Wo ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Vielen Dank nochmal. Hi, Mutti. Warte mal, Nanse. Du hast etwas Wichtiges vergessen. Was? Wusste doch, dass dir diese Mütze gut stehen würde. Also dann, mach's gut.